Herzlich willkommen zum ersten TV-Newsletter des BVMW Bodenseekreis. Auf dieser modernen Plattform können sich unsere Mitglieder zukünftig präsentieren und positionieren und damit nachhaltig Synergien schaffen. Wir wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit einem bunten, informativen Programm. Die German Capital Management AG in Wangen berät Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Investmentexperten der GCAM begleiten mit ihren umfassenden Beratungsleistungen Privatanleger sowie Unternehmer. Das machen sie so gut, dass nach 2005 und 2015 GCAM die begehrte Trophäe Vermögensverwalter des Jahres 2016 bereits zum dritten Mal von den Fachgremien Euro, Euro am Sonntag und Börse Online verliehen bekamen. Den Titel gewinnt der Teamchef, dessen Mannschaft die größte Werteentwicklung erzielt. Zum dritten Mal für die Mannschaft von GCAM. Für ihre zukünftigen Messeauftritte bietet die Messeagentur Endel in Wangen das sogenannte E-Konzept. Man realisiert damit europaweit seit 20 Jahren individuelle Messestände. Das E-Konzept schließt alle Bereiche des Messegeschehens von Planung über Standbau bis Durchführung und Service mit ein. Gestaltungsvorschläge für die Messepräsentation setzt E-Konzept in fotorealistische 3D-Bilder um oder visualisiert einen virtuellen Stand, der im Vorfeld begehbar ist. Chirologie, was sagt Ihnen das? Schon mal von dieser neuen Wissenschaft gehört? Nein? Könnte aber für die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens von Bedeutung werden. Am 22. Februar lud die Firma Xella Training im Rahmen des Themas Chirologie zu einer Veranstaltung in der Villa Roth bei Ulm ein. Am Beispiel der Mondlandung als herausragende Leistung der Menschheit werden Möglichkeiten und Erkenntnisse der Chirologie verknüpft. Kairos ist die erfüllte Zeit, die besondere Zeit, insbesondere praktisch die Zeit des Menschen. Die Zeit des Menschen ist die Zeit seiner Energie. Mit der Bedeutung der Dinge, die mit der Zeit des Menschen zusammenhängen, beschäftigt sich die Chirologie, weil das ganz entscheidend ist für jedermann und dann insbesondere für Unternehmen, für Teams. Wir als Trainer und Berater machen so, dass wir die Kairos-Teamanalyse nutzen, die uns im Vorfeld deutlich zeigt, wo zum Beispiel eine Führungsmannschaft ist. Dort sehen wir einerseits die Standpunkte des Teams, wir sehen mögliche Konfliktpotenziale, wir kennen die Themen, die im Moment in dem Team da ist, weil wir zusätzlich zu dieser Bestimmung des Standortes eben auch noch eine Befragung machen der einzelnen Mitglieder des Teams. Und damit haben wir eine sehr genaue und scharfe Ahnung von dem, was im Moment dort die Themen sind. Jeder Unternehmer steht sicher irgendwann vor Problemen, die weitreichende Entscheidungen abverlangen. Mit wem bespricht man sich dann vertraulich auf Augenhöhe? Und wer hat die nötigen Erfahrungswerte für die richtigen Wege? Antworten und Hilfe bieten die TAB Board Meetings. Hierbei werden gleichgesinnte Unternehmer unterschiedlicher Branchen an einen Tisch geführt, an dem offen und vertraulich Unternehmensfragen aller Art diskutiert werden. Dabei kommen die Erfahrungen aller in vergleichbaren Situationen allen zugute. In der Gemeinschaft gleicher mit Optimismus neue Ideen schöpfen, Erfahrungen und Wissen hinzugewinnen, ist das Ergebnis. Ich würde sagen, bei jedem, fast jedem, immer ähnlich gelagert waren, sodass man trotz der unterschiedlichen Sparten voneinander profitieren konnte und auch aus der Erfahrung profitieren konnten, die anderen gemacht hatten. Das macht TAB seit vielen Jahren einzigartig, erfolgreich und wertvoll. Der BVMW Bodenseekreis freut sich immer über Zuwachs. Zuständig für neue Mitglieder ist der Kreisgeschäftsführer François Auvillaire. Er besucht das Unternehmen Safeguard des Ehepaars Höschele. Man ist Marktführer bei Strickwaren für Berufs- und Imagebekleidung. Zum Kundenstamm zählen zum Beispiel Polizei, Justiz, Feuerwehr und Militär. Alle Prozesse vom Einkauf der Rohstoffe über die Produktion in Rumänien bis zum Versand werden im eigenen Team durchgeführt. Der Ursprung liegt aber seit mehr als 80 Jahren in der Konzeption und Produktion von Qualitätsmode aus Merino-Wolle, die zeitlos schick und in vielen Variationen erhältlich ist. Eine Herzenssache für Susanne Höschele, die Modenschauen und Werbekampagnen organisiert, bei denen auch die Familienmitglieder auftreten. Alljährlich verleiht der BVMW den Unternehmenspreis.
Für 2016 fiel die Wahl auf das Unternehmen For People in Lindau. Am 2. Februar war feierliche Preisübergabe des BVMW-Unternehmenspreis 2016 im Schloss Café Meersburg. Was war das Kriterium für den BVMW? Wow, tolle Firma. Richtig Mittelstand, Mut, Innovation, Dynamik. Und wenn sich die Zusammenarbeit so entwickelt, dass diese Unternehmen hier den Verband regional unterstützen, dann ergibt sich die Möglichkeit eines Unternehmerpreises. Mal Schwarz gilt in Fachkreisen als die Meisterin der Kommunikation und des technischen Sprachstils. Die frühere Sportlehrerin, Speerwerferin und Motorradfahrerin versorgt gemeinsam mit ihrem Team Unternehmen bis zu Weltfirmen. Mit Produktbeschreibungen und Bedienungsanleitungen, die glasklar, verständlich und rechtlich einwandfrei sind. Was bedeutet der Preis für Dagmar Schwarz? Das war ein Herzenswunsch von mir, im BVMW irgendwann als Unternehmerin auch die Anerkennung zu bekommen, weil ich mich seit vielen Jahren hier engagiere. Neben ihrer Tätigkeit als geschäftsführende Gesellschafterin von For People ist sie Dozentin an verschiedenen internationalen Universitäten in Studiengängen der technischen Redaktion. Zu den Strukturen des BVMW gehören sogenannte Expertenräte. Diese sollen kompetente Themenbereiche verständlich machen und im Rahmen von Vorträgen, Anregungen und Wissen vermitteln. Am 14. Februar tagte der Expertenrat Gesundheit in Konstanz, bei dem Frau Dr. Lenz in ihrem Vortrag »Gesund beginnt im Mund« auf gesunde Ernährung eingeht. Wenn gesund im Mund beginnt, dann bedeutet das nicht nur meine Zähne und langsames Kauen, bewusstes Kauen. Und diese Gesundheit, die im Mund beginnt, erfüllt natürlich den Rest meines Körpers, jede Zelle in all seinen Organen und in all ihren Funktionen. Ein weiteres Thema der Veranstaltung war Wunde, Handeln statt Behandeln. Dazu die Referentin Helen Hart. Mein Thema heute Abend ist Wundheilstörung, die entsteht als Folge von Diabetes mellitus, Gefäßveränderungen oder beides. Burnout kommt schleichend. Wenn er bemerkt wird, kann es fast zu spät sein. Hilfestellung für gestresste Zeitgenossen bietet auf humorvolle Art Martin Schuler. Regelmäßig entspannen ist die beste Burnout-Prävention und somit der Garant für ein entspanntes und hoffentlich auch langes Leben. Zur Abrundung des Abends gibt Nicola Buico kulinarische Tipps und Anregungen für eine gesunde Ernährung. Ein Abend, der begeisterte und sicher eine Fortsetzung findet. Einen interessanten Ansatz, Kundennähe und Kundenwertschätzung aktiv zu forcieren, bietet das Schweizer Unternehmen Novadu. Die bestehenden guten Kunden zu halten, zu pflegen, emotional an die Unternehmung zu binden und diese zu aktiven Empfehlern, ja zu treuen Fans zu machen, das ist das Ziel von Novadu. Interaktive Kommunikationsinstrumente werden noch viel zu wenig eingesetzt und das Potenzial praktisch nicht genutzt. Dabei sind gerade heutzutage Kaufentscheidungen und die Treue der Kunden fast ausschließlich emotional geprägt. Novadu hilft dabei, die jeweiligen Touchpoints der Kunden zu finden und die Bindung zum Unternehmen zu erneuern oder zu verstärken. Wir respektieren uns gegenseitig, wir respektieren uns selbst und wir respektieren auch unsere Umgebung, die Natur und unsere Mitmenschen. Und wenn sie das tun, dann sind sie auf dem richtigen Weg, dann fällt alles andere relativ leicht. Der 3D-Druck ist eine Revolution. Hierbei werden dreidimensionale Werkstücke schichtweise aufgebaut. Der Aufbau erfolgt computergesteuert nach vorgegebenen Maßen und Formen. Pro 3D in Ravensburg ist das bekannteste Kompetenzcenter für 3D-Druck in Deutschland. Mit 40 industriellen Maschinen und mehr als 35 unterschiedlichen Materialien verfügt man dort über perfekte Voraussetzungen, alle Anforderungen zu realisieren. Pro 3D hilft auch kleineren und mittelständischen Unternehmen bei der Generierung neuer Produkte und steht für Partnerschaften bereit. Schlaf ist ein Zustand der äußeren und inneren Ruhe. Wir wissen alle, wie wichtig der Schlaf für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist. Günther W. Amann-Jensen gehört zu den Pionieren der Schlaf-Gesund-Bewegung. Seine visionären Denkprozesse führen immer wieder zu revolutionären Prinzipien, Methoden sowie neuen Produkt- und Dienstleistungskonzepten rund um die Themen Schlaf, Gesundheit, Entspannung, Lebensenergie.
Aus über 10-jähriger Tätigkeit als Psychologe und Psychotherapeut ist das heute international erfolgreiche Schlafgesund-Konzept Samina entstanden. Zu diesem Thema erfolgt am 23. März um 19 Uhr in der Samina-Zentrale der Vortrag »Die Zukunft des Schlafes«. Für Ihr nächstes Firmenevent benötigen Sie Hilfe bei der Planung und Organisation? Uplus in Wangen könnte dabei Ihr Partner im Bereich des Veranstaltungsmanagements sein. Ulrike Braun bringt Erfahrungen aus dem Hotelgeschäft mit, in dem sie in Dubai, Berlin und am Tegernsee gearbeitet hat. Ihre Leidenschaft gilt aber dem Eventmanagement. Von der Planung bis zum perfekten Detail in der Ausführung steht Ulrike mit zündenden Ideen zur Verfügung. Sollte bei Ihrem nächsten Event noch ein Highlight fehlen, wir können behilflich sein. Die Marke Raystyle steht für perfekte Choreografie im Rahmen einer extravaganten Show aus der Welt der Artistik und der fernöstlichen Kampfkunst, die in Europa einzigartig ist. Seine natürlich souveräne Moderation bei den Events begeistert die Zuschauer. Hierfür wurde Raystyle bereits mehrfach als Künstler des Jahres ausgezeichnet. Zu buchen unter www.raystyle.info. Und nun noch ein Hinweis auf Veranstaltungen des BVMW im März. Am 24. März das BVMW Business Frühstück im Parkhotel St. Leonhard in Überlingen mit 4 Impulsvorträgen. Am 30. März der BVMW Unternehmertag in der Donauhalle in Ulm. Das war der erste TV-Newsletter des BVMW, dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft Bodenseekreis. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir dürfen beim nächsten Mal auch Ihre Informationen veröffentlichen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die nachfolgende Adresse. Creative Swiss TV AG. E-Mail mediengruppe@kreativ.tv. Ich wünsche Ihnen nun eine gute und erfolgreiche Zeit. Bis zum nächsten Mal.